Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Debatte um die Wiedereinführung der Meisterpflicht wird in der Tat seit Jahren kontrovers geführt. Und es ist auch richtig gesagt worden, dass sich der Deutsche Bundestag zuletzt Mitte Dezember 2018 mit einem Antrag der AfD befasst hat, der hieß, oder dort wurde das Ansinnen damit begründet, dass die Abschaffung unter der rot-grünen Bundesregierung zu Nachteilen für das deutsche Handwerk und die deutsche Volkswirtschaft geführt habe. Und auch im Bundestag gab es schon reichlich Kritik an dem Antrag aus den Reihen der Großen Koalition. Dort hat man auf die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Überprüfung der aktuellen Situation verwiesen und auch darauf, dass, wenn die Ergebnisse vorliegen würden, CDU, CSU und SPD gegebenenfalls darüber beraten würden, welche Konsequenzen dann gesetzgeberisch daraus zu ziehen seien. Nun gut, dieses Vorhaben an sich ist nicht zu kritisieren. Allerdings sage ich auch, steht es natürlich einer Oppositionsfraktion frei, auch in den Landtagen ein solches Thema noch einmal auf die Tagesordnung zu setzen. Allerdings stimmt auch, dass die Abschaffung der Meisterpflicht in bestimmten Berufen aufgrund der Änderung der Handwerksordnung im Jahr 2004 zigfach diskutiert worden ist. Allerdings, Herr Schulte, wenn wir dann mal über Ergebnisse reden, muss man ja feststellen, dass zumindest nach meinem Kenntnisstand bisher keine signifikanten Veränderungen zu verzeichnen waren. Sie haben recht, die Aussprache ist nicht das starke Signal, was sich Herr Kollege Lerche hier erhofft. Konsequent wäre in der Tat gewesen, dann einen Antrag zu stellen, die Bundesratsinitiative des Landes Bayern zu unterstützen. Was das eigentliche Problem mit der Meisterpflicht bzw. deren Herausstreichen aus der Handwerksordnung gewesen ist, hat mein Bundestagskollege Klaus Ernst ja auch in seiner Erwiderung auf den AfD-Antrag seinerzeit noch mal ganz klar deutlich gemacht. Bis zur Novelle 2004 war die Welt für die Handwerksmeister, aber eben auch für deren Kunden weitgehend in Ordnung. Wer einen Fliesenleger beispielsweise damit beauftragte, sein Bad zu renovieren, der konnte sich auch einigermaßen sicher sein, dass die geklebten Fliesen auch einige Jahre später noch an der Wand waren. Und wer sein Haus mit Parkettfußboden ausgestattet hat, der musste sich auch keine Sorgen darüber machen, dass sich dieses nach wenigen Tagen wölbte oder neu verlegt werden musste. Es ist richtigerweise gesagt worden, dass im Zuge der Reform 53 Gewerke aus der Regelung eine vernünftige Berufsausbildung zur Voraussetzung für die Ausübung des jeweiligen Berufes zu machen, herausgenommen worden sind. Und die Folgen sind auch klar zu benennen. Kurz gesagt, als Kunde kann man nicht mehr zu 100% darauf vertrauen, dass die beauftragte Handwerksleistung auch qualifiziert ausgeführt wird. Und da darf ich dann auch mal auf ein Problem hinweisen. Inzwischen sind 2/3 aller Beschäftigten in Betrieben, die vom sogenannten Meisterzwang ausgenommen wurden, nur noch an- oder ungelernt. Und auch ausgebildet wird inzwischen kaum noch. Nur knapp 7% der Klein- und Kleinstbetriebe mit bis zu 4 Beschäftigten bundesweit tun dies jüngsten Erhebungen zufolge noch. So, nun hat die Koalition auf Bundesebene zu dieser Frage eine Koalitionsarbeitsgruppe Meisterbrief ins Leben gerufen. Ich kann nur sagen, hoffentlich greift da nicht der alte Spruch, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis, denn nach 15 Jahren, nach der angesprochenen Änderung der Handwerksordnung sollten nun eigentlich genügend Informationen vorliegen, um die angestrebte rechtssichere Wiedereinführung des Meisterbriefes in einigen Gewerken des Handwerks auf den Weg zu bringen. Klaus Ernst ist bekanntermaßen ebenso Gewerkschafter wie ich, und so hat er natürlich seine Bundestagsrede auch genutzt, um darauf hinzuweisen, dass die Wiedereinführung des Meisterbriefes allein natürlich nicht alle Probleme im Handwerk lösen wird. Das Handwerk ist leider, muss man sagen, für viele Leute auch deshalb nicht attraktiv, weil die Rahmenbedingungen schlicht nicht stimmen. Denn wenn die Tarifbindung im Allgemeinen, und wir haben hier oft darüber gesprochen, auch in diesem Haus schon niedrig ist, dann gilt das im Handwerk oder für das Handwerk noch im Besonderen. Im Bund fallen insgesamt noch knapp mehr als die Hälfte der Beschäftigten unter den Geltungsbereich von Tarifverträgen, im Handwerk nur 30%. Und bei uns dürften die Werte noch schlechter sein. Orientiert man sich an der Betriebsgröße, dann waren insgesamt über alle 2017 in Mecklenburg-Vorpommern
47% aller Beschäftigten in Betrieben mit Tarifbindung tätig, in solchen mit 1 bis 4 Beschäftigten jedoch nur 13%. Und wir wissen, wenn dann noch andere schwierige Anforderungen hinzukommen, wie bestimmte Arbeitszeitmodelle, lange Anfahrtswege oder auch deutlich weniger Urlaubstage, dann darf man sich auch nicht darüber wundern, dass sich zumindest die guten Schulabgänger in Zeiten, wo die Zahl der betrieblichen Ausbildungsstellen deutlich höher ist als die Zahl der potenziellen Bewerber, auch anderweitig orientieren. Und gestatten Sie mir noch einen Hinweis. Der DGB hat zuletzt vor etwa 3 Jahren eine bundesweite Repräsentativerhebung zu den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Handwerk gemacht. Nur 10% der dafür Befragten gaben an, dass ihre Arbeitsbedingungen den Kriterien guter Arbeit entsprechen. Und die zentralen Problemlagen, die am häufigsten genannt worden sind, waren neben dem vergleichsweise geringen Einkommen der wachsende Leistungsdruck, lange Arbeitszeiten und auch zum Teil hohe gesundheitliche Belastung. Und das ist ja nichts, was ich mir hier ausdenke. Dieses Dokument aus dem Jahr 2016 ist für jedermann nachlesbar, auch auf den Internetseiten des Deutschen Gewerkschaftsbundes verfügbar. Und ein Problem will ich auch noch ansprechen. Es ist natürlich so, dass über viele Jahre die jungen Leute auch hierzulande sehr stark aufs Abitur orientiert worden sind und ein sich anschließendes Studium. Und dass die Möglichkeiten, nach der mittleren Reife eine qualifizierte Berufsausbildung zu absolvieren und sich dann beispielsweise auch zum Meister weiter zu qualifizieren, vielfach zu wenig bekannt sind. Auch hier gilt es anzusetzen, wenn wir künftig wieder mehr Schulabgänger für eine Tätigkeit im Handwerk gewinnen wollen. Zusammengefasst, die Rückkehr zur Meisterpflicht allein löst natürlich nicht alle aktuellen Probleme, ist aber dennoch vernünftig. Die Fehler aus 2004 gilt es zu korrigieren und bestimmte Berufe auch wieder meisterpflichtig zu machen. Und insofern werden wir uns künftigen Initiativen zu dieser Frage selbstverständlich auch nicht verschließen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.